Ein neuer Tag, ein neuer Versuch. Heute geht's los zum Klettergarten. Yes. Alle da? Siebzehn. Ah, da kriegen wir schon. Nein, das schaut jetzt nicht aus wie ein Bus. Alle da? Frisch und munter. Frisch und munter heute für die Zipline und den Klettergarten. Sowieso. Gefällt dir schon? Natürlich. Ja, das sollt ihr jetzt hören. Voll motiviert. Da fallen die Halberten. Voll motiviert. Gefällt dir? Ja. Ja. Gefällt dir schon? Ja. Ich freue mich schon. Starten wir das in den Tag. Ist schon der vorletzte, oder? Ja. Hast du noch was zu sagen? Hast du noch was zu sagen? Ja. Dann stürzen wir da hinein. Ja. Jawohl. Die glaubt's gar nicht. Die hat schon ein Angstfoto geschickt. Ja? Das ist die Nummer. Das schaffe ich schon, oder? Haben Sie Angst? Wenn die Kinder das schaffen. Mulmig ist man. Die Schmetterlinge im Bauch. Die Schmetterlinge im Bauch, genau. Nein, es geht nur innen. Da ist ja ein Gitter vorne. Sally, man muss sich innen anstellen, da fährt Gitter. Man muss zuschauen. Okay, bitte warten, bitte warten. Genau, bitte legen Sie nicht auf. Das war's. Ja, dann bitte. Jetzt gehen wir noch zum Bogenschießen. Da wandern wir jetzt gerade hinauf zu der Hütte, die oberhalb von der Hütte ist. Also oberhalb von der Hütte. Schauen wir mal, wie die Kinder da gehen. Die Gegend ist ja da wunderschön. Die Gegend. Schauen wir uns die Gegend nochmal an. Ich mache eine kurze Pause, während ich da schnaufen tue. Da ist die Unterkunft. Herrlich. Ich glaube, das war eine nette Woche.
so. Genau. Und dann. Ja, da muss. Ja. Sehr gut. Sehr gut. So, das Ende naht. Da sind lauter unglückliche Kinder hinter mir. Aber wir dachten da teilweise schon noch gern verlängern, gell? Glaube ich nicht. Wenn ich mir das so anschaue, das hört man auch. Jubelstimmung. Schauen, der hätte noch gern länger da bleiben. Nein, ich will auch bleiben. Der Andi weiß auch nicht. Hat Elternhaus schon längst vergessen, der Raffi. Keine Idee. Da, der möchte auch gern da bleiben. Ja, der Olli hat schon vergessen, dass er Eltern hat. Ja. Der David. Aber ich mag so heim. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mag auch. Da schau. Die Editha trennt sich nur schweren Herzens von dem Haus. Leonie. Der Waldtag, ja. Felicia. Urlaubsverlängerung. 2 Wochen. Isabella. 3 Wochen. Und die Monika. Wenn sie nicht arbeiten müssen. Meine Kollegin, die hätte gerne auch um 2 Wochen verlängern. Ja. Und dann haben wir da noch die Chiara, die blendet sogar im Schatten. Ich glaub's ja gar nicht. Ja, da werden wir jetzt wohl nach Hause fahren. Endlich. Was? Ausgeschlafen von der Klassenfahrt zurück. Alter, wie viel Not bitte? Alter, du wirst stoppen. Das war das erste und letzte Mal, dass ich richtig gefahren bin. Da kommt jetzt eine gute Nachtmusik drauf, das passt schon. Heimfahrt ist. Schott. Na dann, schauen wir mal, wie wir ankommen. Auf nach Hause. Ha? Auf nach Hause. Ja. Endlich. Oder leider. Ja. Nein, ich will ja kein Problem. Passt. Der eine ist froh, dass er fertig ist. Gesundheit. Danke. Die sind schon eingeschlafen, die sind schon meditieren. Einstellen auf das Haus wieder mit Mama und Papa. Was? Du musst dich schon wieder einstellen auf Mama und Papa zu Hause, gell? Ja, fein. Ich mag gerne daheim sein. Ja, passt. Weißt du schon. Heim geht's. Leider, Gott sei Dank. Leider.
Ja, dann. Ab nach Hause. Leider. Jo, mei. Noch nicht alle Tage Abend. Nach Hause geht's. Gott sei Dank. Leider. Wir werden es überleben. Hast du ja? Erich und Ernie haben auch noch was zu sagen. Ja? Nach Hause gehen. Leider nach Hause, aber was soll's? Haben wir zu kurz bestellt. Wann soll man denn heute gehen? Morgen auch. Haben wir zu kurz bestellt. Das nächste Mal bestellen in 2 Wochen. Ja? Dann müssen sie dann einfach durch.